vielleicht wenn. Ich dachte, die haben mich in der Zunft aufgenommen. Nee, in der Zunft dich auch. Aber du auch? Ja, natürlich. Deshalb siehst du so jod hast aus, du mal gesehen hier, schön mit verschiedenen Stoffen und so. Ich weiß nicht, welche Zunft das ist, aber irgendwann war mir recht einfach hinter. Das ist ja, ja? Wurde auch mal langsam Zeit. Wir sind ja mal in den Lumpen rumgelaufen in den letzten Jahren. Aufgestiegen, nennt sich das gerade. Aufgestiegen. Aufsteigen, sag mal. Was machst du hier, sag mal? Was machst du denn hier? Na, ich suche ein Örtchen, wo ich mich niederlassen kann. Du auch? Ja, natürlich. Ja, ich bin extra über die Spree gebaddelt hier, damit ich hier mal ein neues Ländchen suchen kann. Ja, ja, und ich bin ja schon am gucken, aber ich weiß nicht, ob das hier die richtige geeignete Stelle ist. Willst du nicht? Aber ist doch schön hier. Guck dir mal an hier. Ja, aber schön, guck doch mal, da ist ja überall nur Sumpf um uns herum. Ja, nee, mach doch nicht. Da fällst du wenigstens weich, wenn du irgendwie da aus dem mäßig fünften Stock dübelst. Was, aus dem fünften Stock? Sag mal, Junge, was willst du denn hier für riesige Häuser hinbauen? Naja, ich denk doch nur an die Zukunft. Ah, natürlich, der Herr denkt schon wieder in die Zukunft. Ja, hab ich nur denken können, wahrscheinlich wird so in ferner Zukunft da irgendwo da hinten, ja, so ein großes Türmchen stehen, mit so einer großen silbernen Kugel oben drauf, welche sich auf marische Weise um sich selber dreht. Ja, du musst natürlich wieder immer übertreiben, weißt du? Aber vielleicht kann man ja wirklich mal so hohe Häuser bauen. Also, weißt du was? Will auch immer. Ich würde sagen, hier stellen wir jetzt erstmal das Wirtshaus hin. Wirtshaus? Ja, natürlich. Ja, du meinst aber eher, da kommt eine Kirche hin, oder nicht? Was denn eine Kirche? Also, sag mal, Junge, was glaubst du wohl, was die Leute, wenn sie abends von einem Loch kommen, wohl als erstes brauchen? Ein Gebet oder ein Kirsch? Ein Kölsch? Ein Kölsch! Na, Junge! Aber was ist denn ein Kölsch? Ein Bierchen, Junge! Ach, ne Molle! Sag dir doch gleich! Junge! Ja, sag mal, aber wenn wir uns hier niederlassen wollen, ja? Ja? Wie wollen wir das Fleckchen Erde hier nennen, wenn das mal eine Stadt geworden ist? Na, wie wo? Köln natürlich! Köln? Natürlich! Ja, aber Köln gibt's doch schon da hinten irgendwo! Ja, das macht er nicht, dann können wir doch trotzdem Köln nennen. Das ist so schön, aber übrigens dann Köln mit C und Doppel-R geschrieben, ne? Nee, Kalle, lass uns mal was Neues ausdenken. Irgendwas bisschen Thematisches, ja? Dann mach doch mal einen Vorschlag. Ja, pass auf, das ist hier alles Sumpf, dann nennen wir das doch Sumpfanien. Sumpfanien? Ja, Sumpfanien! Sag mal, Junge, das klingt ja wie im Märchenwald. Du kannst es doch nicht Sumpfanien nennen. Nennen wir das Sumpfhausen. Sumpfhausen? Oh, Junge, das ist doch kein Name, Sumpfhausen. Wisst ihr, vielleicht dann müssen wir mal thematisch, pass mal auf, ja, hier ist ja überall Sumpf, ja, und Feuchtgebiet, dann nennen wir das Ganze doch zum Beispiel, Berlin. Berlin, ja. Das heißt im Slawischen so viel wie Sumpf. Berlin? Also ja, nicht so schlecht, mein Freund. Ja? Ja, dann nehmen wir doch Berlin hier. Ach, aber weißt du, wenn ich mir das so richtig überlege, ich würde das lieber Köln nennen. Das erinnert mich mehr an meine Heimat, weißt du? Also nee, Kalle, komm, Berlin. Ne, Köln. Berlin. Köln. Berlin. Köln. Berlin. Junge, pass auf, ich mache dir einen Vorschlag zur Jüte. Du bleibst hier, gründest dein Sumpfhausen, ja, und ich John River auf der andere Sig von den Flüsken und gründe meinen Körn. Und wie gesagt, mit C und Doppel-L geschrieben. Ja, nee, wisst ihr was, dann sagen wir jetzt lieber erstmal die Honoritäten und die Erstgeber des heutigen Tages an. Du meinst die ersten Siedler sozusagen? Die ersten Siedler, ja, genau. Oder die letzten. Machen wir das. Die letzten Siedler. Wir dürfen ganz herzlich vorstellen zu der Eröffnung der Nikolai-Festspiele in diesem Jahr. Dem Nikolaiviertel e.V. mit der ersten Vorsitzenden Martina Sprockhoff. Könntest du eine Dame ein Händchen reichen?
Und des Weiteren hätten wir noch den zweiten Vorsitzenden, Herrn Lünser. Kommen Sie auf die Bühne. Und nicht zu vergessen unsere Frau, die über das Geld wacht, unsere Schatzmeisterin, ja, das ist die Frau Rohleder. Herzlich willkommen in unserem wunderschönen Nikolaiviertel. Diesmal nun schon lauter. Zum fünften Mal die Nikolai-Festspiele. Wir begrüßen ganz herzlich unsere Besucher, die Berliner und die Nikolai-Festspiele. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Hier an diesem wertvollen Ort, dem Gründungsort Berlins, die Stadt in der Stadt, hier sind die ersten Siedler eingetroffen, die ersten Häuser wurden gebaut, der Markt hatte sich hier niedergelassen und natürlich wurde die erste Kirche hier errichtet. Ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut, wenn ich weiß, ich stehe auf genau den gleichen Grund und Boden, wo 1237 genau Menschen wie wir gesagt haben, Mensch, hier fangen wir mal an, hier bauen wir eine Stadt. Leider hat der Krieg viel von den schönen Bauten zerstört, aber trotzdem sind viele Sachen wieder aufgebaut worden. Viele alte Elemente sind in den Trümmern gefunden worden und es ist mitverarbeitet worden, neu aufgebaut worden. Und hier im Nikolaiviertel weiß man leider nie, was ist echt und was ist historisch. Und das macht es hier sicherlich auch so spannend. Wir, der Nikolaiviertel e.V., sehen unsere Verantwortung darin, diesen Ort zu schützen, zu pflegen und vor allen Dingen die Geschichte hier aufrechtzuerhalten. Und deswegen werden wir innerhalb von diesen 2 Tagen Sie durch die Geschichte führen und wir hoffen, Sie haben viel Spaß mit unseren Nikolaifestspielen. Thank you.
Leute! Bringt mir eure Leichen! Bringt eure Toten raus! Nein, Quatsch! Na, lass mal züchtige dein Bein vor Gericht! Gleich habt ihr die Gelegenheit! Wir schmücken den Hammer!